Ein Vedimi. Direkt aus den Sagen der Nordlinge. Unfassbar. Ja, meine Lieben, ich grüße euch zurück hier in Visimar im herzoglichen Palast. Sag ich das richtig? Ist das ein Herzog? Ich glaube, ne? Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Wir haben letztes Mal aufgehört, nachdem wir gewaschen, rasiert und offensichtlich jetzt hinnehmbar aussehen, also hergerichtet wurden. Also haben wir uns jetzt hier was aus. Was haben wir denn hier zum Anziehen? Nicht unsere eigenen Klamotten, sondern eins von diesen drei schicken Teilen hier. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So sieht's. Dieses Sonnenabzeichen, dieses Nilfgaarder Zeichen, dadurch sieht's aus wie eine Schulweste. Und das ist relativ ähnlich zu der ersten Variante, ne? Mal schauen. Ja. Wenn ich mir die so aus der Entfernung anschaue. Ah, hier unten habe ich noch ein bisschen Gold dran, unter dem Gürtel. So Goldverzierungen oder goldene Nähte. Wenn dieses doofe Wappen nicht wäre, ne? Das Wappen verschandelt es. Ich mag das deswegen, weil das einfach ist. Ich nehme das. Und zwar alles. So. Kleide dich an und sprich mit dem Kämmerer. Ja, machen wir bestimmt. Erstmal schauen wir uns mal hier um, ob es noch was anderes gibt. Aber wir gehen jetzt einfach mal ortsfrech hier ran. Gucke. Ein Schwert gegen Hexen. Das lesen wir sofort. Also, ein Schwert gegen Hexen. Wer sind die Hexenjäger, fragt ihr. Sie sind Leute wie euresgleichen, sage ich. Anständige Leute, denen die Lüge verhasst und die gute Tat natürlich ist. Leute, die sich nach den Regeln der Götter und der Natur richten, die von den üblen Machenschaften der Hexen, Magier und Anderlinge angewidert sind. Wir unterscheiden uns nur darin von euresgleichen, dass wir den Mut haben, zu den Waffen zu greifen und unsere Lande vor dem Bösen zu beschützen, den Gangren auszumerzen, der uns von innen auffrisst. Wir haben keinen Anführer, wir haben keine Festungen oder Ländereien. Auch wenn der gottesfürchtige Gradovid uns hin und wieder mit Gold unterstützt, haben wir ihm und auch keinem anderen Herrscher je einen Eid geschworen. Wir dienen nur dem ewigen Feuer, unserem eigenen Gewissen. Wer kann zu uns stoßen? Jedermann, der Recht an Seele und Körper ist, befindet uns in jeder größeren Stadt des Nordens. Ihr erhaltet Unterkunft, Verpflegung und eine Waffe. Wir lehren euch, die verräterischen Zeichen des Bösen zu erkennen. Geburtsmale von seltsamen, urtümlichen Formen, zarte Haut bei Matronen über 30 Lenzen, schwarze Katzen im Hof, um nur einige zu nennen. Wir zeigen euch, wie ihr euch gegen die Zauberei verteidigt und magische Subjekte mit Dimerizium zähmt und ausmerzt. Wir unterweisen euch, wie man die finstersten Geheimnisse der Sünder mit einem glühenden Eisen ans Licht bringt. Wie man dem Übel mit Hilfe des heiligen Feuers einen reinigenden Tod beschert. Ja, das ist doch mal nett. Hm? So ein schönes glühendes Eisen mal an die Fott gehalten. Und schon soll man nicht glauben, was alles so
ob es bestanden wird. Hier kann man noch was nehmen. Knödel und eine Tabakspfeife. Okay. Ich schaue mich mal nur um, Kamera, ne? Also, ne, ich finde einfach Knödel und eine Tabakspfeife, die gehört hier nicht hin. Also, ganz klar. Aber ich tue dir jetzt einen Gefallen. Hey, schicke Hose. Reicht das? Na, aber gut, wahrscheinlich nicht. So, und so. Und was ist das? Achso, das Badetuch. Naja. Also, ich meine, wenn wir uns den guten Geralt mal so anschauen, ne? Geht schon. Geht schon. So. Etwas eng in der Taille, aber es wird gehen. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Teint des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Bitte? Ich bin kein Wildschwein, ich kann mich verneigen. Ich bin doch kein Wildschwein. Ich weiß, wie man sich verneigt. Zeige er es mir bitte. Dies, Herr, ist die richtige Verneigung vor einer Hure an der Straßenecke. Nicht für den Kaiser von Nilfgaard. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Ich glaub's doch nicht. Okay, wie war das? Linkes Bein nach vorne, rechte Hand auf die Brust. Ich meine, so war das, ne? Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir. Eieieiei, diese Arroganz. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwendet. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Ingrimi ep art kerser, deitven adan in karn ep morvut, em hier war em reis. Verneigen. Eure kaiserliche Majestät. Area epto orde. Evelien, namin wat gern wavort. Ich dachte, du beugst das Haupt vor niemandem. Ich wollte den Kämmerer nicht enttäuschen. Wir sind Freunde. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Dass so ein Ekel eine so süße Tochter haben kann, da
es ist wirklich so, ne? Die hässlichsten Eltern und so, ne? Und die dicksten Kartoffeln, die hat sowieso der dürfste Bauer oder irgendwie so, war das sowas? Ja gut, komm. Die Frage ist nur, warum soll ich das machen? Er hat eine ganze Armee. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Ja, zunächst einmal brauchen wir natürlich erstmal Informationen, nicht Motivation. Ich brauche Informationen, keine Motivation. Ciri hinterlässt kaum Spuren. Sie wird schwer zu finden sein. Meine Spione werden dir helfen. Verlass dich auf sie und auf meine Armee, falls es notwendig wird. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Folge er mir, wenn es dem Herrn recht ist. Bleibe er dicht bei mir. Ja, ja. Es sind viele ehrenhafte Gäste im Palast, die der Herr verabscheut, nicht belästigen darf. Okay. Da darf ich bestimmt überall nicht durchgehen, ne? Natuvian. Ja, Sieg oder Tod, finde ich auch. Da geht nichts. Ja, wir gucken jetzt einfach mal hier rum, ne? Ob ich hier rennen darf? Nennt ihr mir Redetre. Oh. Ach, das ist doch mein Raum. Das war nur mein Raum. Was? Für eine Spazierungszeit haben wir. Bleibe er bei mir. Ja, ist ja gut. Die Sonne. Das Wappen von Nilfgaard. Also die Rüstungen sind schon ganz schick, ne? Also auch das Interieur hier. Absolut bezaubernd. Ja, ein paar Ritterrüstungen in der Ecke rumstehen haben, ja. Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Herevan der Zweite, Prinz von Elanda. Man lässt mich hier nicht nur wie einen Bittsteller warten, sondern auch noch in der Gesellschaft eines Filzers. Ich bin Gerber, Meister der Gerbergilde. Als ob das einen verflixten Unterschied macht. Ich verlange... Beruhige dich. Der Kaiser verlangt Ruhe. Darian, wer stört, den erwarten harte Strafen, edle Abstammung oder du nicht? Hast den anderen Wams, dann kann ich mit dem Hexer. Der hat noch gefehlt. Sei gegrüßt. Ist der Herr nicht eilig, die Zauberin zu sehen? Doch, an und für sich schon. Zu starren, hallo. Sonst rufe ich die Wache. Ach, was starrt denn? Ah, oh, Höflinge, nichts ist widerlicher. Gott, das sieht die schrecklich aus. Bist du an Eswa in Novigrad? Ja, an Nen. Ratslieden in Enekt. Es tun SSAOR an Nen Faer. Es ist Sid, Abside Eb, Fianza, Nen Matting, Nen Confortail, an Nen Pawal. Es frag Kesside. Dut. Wisse war Atre es pass app. Okay, dann quatschen wir mal mit ihm. Tet Ategane, Enkaland, Nes a Evalue Sauer, App Toussaint. Darf ich mal stören? Warum beteiligst du dich nicht lieber? Wir sprechen über Neutralität, wie schwierig sie zu bewahren ist. Das weiß ich auch recht gut. Würdest du erklären? Das ändert sich nie. Ich versuche, mich aus den Dingen rauszuhalten und dann kommt ein dringlicher Ruf und ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Genug davon. Können wir das Thema wechseln?
Also, ich habe mit dem Kaiser gesprochen. Mhm. Warum hat er dich hergerufen? Also, weißt noch nicht mal du es? Nein. Aber ich wette, es ist ein gewöhnlicher Hexervertrag. Mhm. Ein paar Murmelmenschen. Bis dann. Ja, bis bald. Ja, bis bald, okay. Es war Berth? Evilien, Katat, Regledivin. Es war Vatka. Sege Natuvian. Es war Astrigian, Epfoltest Enkarnan. Kenvios, Evios, Ques, Imbel, es war Sand, es war Nordling. Alle. Ganz ruhig. Ein netter kleiner Park. Guck mal. Der Kaiser wird uns führen. Geradewegs nach Novigrad. Ja, bestimmt. Im Herodre Kaiser Vandres Lafia. Was Besonderes? Glenne esse Plasse. Andre Gallo esse nach Wasse. Und wir reden über Sklaven, ganz toll. Ja. Es ist mitten in der Nacht. Warte mal. Hat schon ein bisschen was von Hogwarts, ne? Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Ja, alles klar. Dann gehen wir rein. Die Feder noch angespitzt, ja? Dann schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen, sondern die Kirche des ewigen Feuers und die kriminelle Unterwelt. Die Unterscheidung ist bisweilen schwierig. Sind sowohl erbarmungslos als auch zynisch und... Augenblick bitte, Exzellenz. Ich komme nicht mit. Weißt du, ich schreibe den Bericht selbst. Du musst dann nur die Reinschrift erstellen. In drei Ausfertigungen. Perlen des Nordens, Novigrad. Ich glaube... zu wissen, dass wir da bald sein werden. Deswegen lese ich das mal vor. Niemand kann behaupten, die nördlichen Königreiche bereist zu haben, wenn er nicht in Novigrad gewesen ist. Wenn ich aufzählen müsste, was mich auf meinen vielen Reisen am tiefsten beeindruckt hat, wäre es genau diese große und doch gleichzeitig freie Stadt. Eine Großstadt, die des Kaiserreichs würdig ist. Nur, dass die Zivilisten Nilfgaards dies noch nicht erkannt hat. Die Zivilisation Nilfgaards dies noch nicht erkannt hat. Aus diesem Grund leben Scharen von reaktionären Anhängern des ewigen Feuers in diesen wunderbaren Bauten und inmitten dieser einmaligen Infrastruktur für den Handel. Man hat das Gefühl, dass die Macht, die der dortigen Hierarchie und seine Tempelwache über die Stadtbewohner ausüben, auf Aberglaube beruht. Und dort gilt es, über viele Leute zu herrschen, denn die Stadt verfügt über nicht weniger als 30.000 Einwohner. Wenn man durch den großartigen Hafen schlendert, der von prächtigen architektonischen Bauwerken umgeben ist, dann ist es nur schwer vorstellbar, dass Novigrad vor Jahrhunderten lediglich eine kleine Elfensiedlung war. Als die Stadt in die Hände der Nordlinge fiel, nahmen die Probleme stark zu. Denn bekannterweise sind die Leute aus dem Norden zu vielem fähig. Aber Frieden und geordnetes Zusammenleben gehören nun einmal nicht dazu. Und so gehörte Novigrad zuerst zu Redanien, fiel dann unter temerische Herrschaft und wurde dann nach unzähligen Kompromissen und Verhandlungen schließlich zu einer freien Stadt. Aber ist diese Stadt wirklich frei? Ich wage es zu bezweifeln. Der Einfluss Redaniens ist zu sehr an jeder Straßenecke zu spüren und die Tatsache, dass sich die Stadt auf Radovids Gebiet befindet, spricht für sich selbst. Bei meinen Streifzügen durch die Stadt kam ich an 4 Wassermühlen, 8 Banken und nahezu 19 Pfandhäusern vorbei. Es gibt auch sehr viele Häuser für die einfachen Freuden, wie etwa Tavernen und Bordelle. Und Novigrads Hingabe zum Glauben wird in den 19, das stimmt wirklich, Tempeln, die dem ewigen Feuer gewidmet sind, offensichtlich. Was soll ich noch weiter sagen?
Meiner Meinung nach hat Novigrad alles, um die Hauptstadt der Welt zu sein. Und vielleicht wird sie eines Tages auch, wird sie es eines Tages auch. Zuvor muss allerdings innerhalb der Mauern der Stadt für Ordnung gesorgt werden. Ja, ich habe schon besser gelesen, aber... Ich gebe mein Bestes. Ich glaube, das wird ein ziemlicher... Was wird aus Temerien? Okay. Temerien. Ein Land, in dem einst Milch und Honig flossen. Womit hat es die Götter so verärgert, dass es bestraft wurde? Für einige ist Temerien die Perle des Nordens, für andere wiederum eine Galoppstrecke der Nilfgaardischen Kavallerie. Ein Land, das zwei Kriege gegen das Kaiserreich überstanden hat. Dort fanden die blutigsten Schlachten statt. In Temerien wurden die schlimmsten Verbrechen begangen. Es war die temerische Bevölkerung, die den größten Teil der Kriegsschrecken ertragen musste. Und wir haben sie ertragen. Mutig und unerschrocken bis zum Tode unseres großen Beschützers, König Foltest. Dann wendete das Schicksal sein Gesicht von Temerien ab. Foltest wurde hinterrücks ermordet und hinterließ Temerien keinen würdigen Nachfolger. Und Temerien wurde von allen möglichen Kötern wie ein Stück Aas zerfleischt. Das Land hat keine Verbündeten mehr. Niemand erinnert sich, dass wir einst der Schutzschild des Nordens vor dem verrückten Tänzer waren, der die Grabsteine seiner Feinde in den Boden eines Ballsaals hämmern ließ. Jetzt gibt es kein freies und unabhängiges Temerien mehr. Eine Sonne mit dunklem Gesicht ragt über jedem Bollwerk auf. Und doch gibt es noch Temeria. Und es wird sie auch immer geben. Solange die Leute den Glauben nicht verloren haben, muss der Thronräuber, der unsere geliebte Hauptstadt Vizimar eingenommen hat, sie wie sein Eigentum behandelt, ängstlich über die Schulter blicken. Denn in den Schatten lauert nicht nur ein Dolch, sondern die Macht eines ganzen Volkes mit Dolchen, das nur darauf wartet, ihm den Stoß der Gerechtigkeit zu versetzen. Ja, ich kann das verstehen, wenn man seine Heimat verliert, dass man dann gewisse Ressentiments hat. Was haben wir hier? Adelslinien des Nordens. Ja, wir haben ja heute noch nicht so viel gelesen, dann können wir das auch noch schnell lesen. Cyrilla Fiona Ellen Rhiannon, geboren 1251, Erbin des Thrones von Cintra, Prinzessin von Brugge und Herzogin von Sodden, Erbin von Ines Art Skellig, Suzerain und von Atre und Ab Yara, Tochter von Pavetta, siehe Pavetta Fiona Ellen, und dem Igel vom Erlenwald, siehe Emir van Faemreis, Enkelin von Königin Kalante, der berühmten Löwin von Cintra, siehe Kalante Fiona Rhiannon. Der Igel und Pavetta kamen auf der Reise von Cintra nach Skellige bei einem Schiffsuntergang ums Leben. Cyrillas weitere Erziehung übernahm ihre Großmutter. Im Jahr 1260 schickte Königin Kalante Cyrilla angesichts der Bedrohung durch Nilfgaard an den Hof König Erwils, Erwil von Werden, wo die Erbin von Cintra, Prinz Christin Kistrin, den Thronerben von Verden ehelichen sollte. Siehe Kistrin von Verden. Obwohl die Allianz mit Verden und die Unterstützung durch die Armee eines Königreichs damals Kalantes wichtigstes Anliegen waren, kam die Hochzeit nicht zustande und Cyrilla kehrte an den Hof ihrer Großmutter zurück. Cyrilla gilt seit dem sogenannten Massaker von Cintra 1261 als vermisst. Das wird übrigens in den Büchern von in den Büchern, die ja vor unserer Zeit hier spielen, sehr plastisch beschrieben, dieses Massaker. Auch wie Cyrilla da rauskommt, das ist
heftig, sage ich mal. So. Wir müssen mal was lesen. Ein Wedimi. Direkt aus den Sagen der Nordlinge. Unfassbar. Porträt der älteren Völker. Naja, gut. Was ist ein Anderling? Nun, die Antwort ist einfach. Wie der Name schon sagt, ist ein Anderling eine Kreatur, die einem Menschen zwar ähnlich ist, aber zu andersartig ist, um einer zu sein. Sie läuft zwar aufrecht auf zwei Beinen, spricht eine Sprache ähnlich der unseren und kleidet sich vergleichbar, doch sie hat trotzdem mehr mit Bestien als mit edlen Menschen gemein. Zwerge sind wie Maulwürfe, am wohlsten fühlen sie sich unter der Erde und sie meiden das Sonnenlicht. Sie leben gerne im Schmutz und sind ewig von Schlamm und Schleim bedeckt. Sie lieben alles, was in der Erde zu finden ist. Stein, Metall, Mineralien, alle Formen und Farben. Außerdem heißt es, dass sie sich wie ihre Verwandten, die Maulwürfe, zumeist von Würmern, Schaben und anderen Krabbelgetier aus der Finsternis ernähren. Halblinge wiederum sind Erdhörnchen ähnlicher. Sie sind dick, faul und auf typische Nagerart laut. Sie haben nichts als Fressen und Saufen im Kopf. Und dies stehlen sie anderen, nobleren Kreaturen, um sich damit in ihrer Behausung zu flüchten. Sie zeichnet eine grausame Schleuer aus. Man kann des Hungers sterben, ohne dass sie eine Mahlzeit mit einem teilen würden. Man kann bettelarm sein und sie würden einem dennoch ausplündern, während sie selbst in Gold schwimmen. Man kann ihnen nichts als Gunst erweisen und dennoch würden sie einen von hinten erstechen. Mein Gott, ich wusste gar nicht, dass Erdhörnchen so bösartig sind. Elfen wiederum scheinen mit den Raubvögeln im fernen Sirikanien verwandt. Sie lieben bunte Federn, sie verbringen am liebsten den ganzen Tag damit, ihr Spiegelbild im Wasser zu betrachten und ihr eigenes Lob zu singen. Sie sind so selbstverliebt, dass sie keinerlei Verlangen nach Angehörigen des anderen Geschlechts ihrer Spezies haben. Ihr Erscheinungsbild schmeichelt fraglos dem Auge, doch dies täuscht, denn sie sind außerordentlich grausam. Wer sich von ihrem Äußeren blenden lässt, die betrügen sie zuerst und töten ihn dann kaltblütig. Der beste Beweis? Die sogenannten Skoyatel-Banditen, die behaupten, für die Freiheit zu kämpfen, doch in Wahrheit nur Menschen töten wollen. Wenn die so selbstverliebt sind und auch das andere Geschlecht nicht wollen, wie klappt denn das dann mit der Fortpflanzung? Also, machen die das denn? Naja, wird hier jetzt eben zumindest nicht erklärt. Naja. Alle diese üblen sogenannten älteren Völker sterben zu unserem großen Glück allmählich aus. Das Herz eines jeden rechtschaffenen Menschen füllt sich bei dem Gedanken mit Freude, dass seine Urenkel diese Kreaturen gar nicht mehr kennen werden. Und dass Zwerge, Halblinge und Elfen in ihren Tagen nur mehr Märchenfiguren sind, mit denen man Kinder beeindrucken kann. Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Na, das nenne ich doch mal eine saubere Form des Rassismus, oder? So, mit dem kann ich leider nicht reden. Sei so nett und stör bitte nicht. Habe ich nicht vor, keine Sorge. Gut, hier haben wir soweit alles durch. Dann gehen wir mal dahin. Oh, da ist Yennefer. Geralt, hallo, diese Yen. Tunika. Du siehst einfach umwerfend aus. Könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emyas Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Und eine hübsche dazu. Ja, ganz erwachsen. Das mit den Agenten lassen wir mal. Wir wollen sie nicht provozieren. Das muss nicht sein. Sieh einer an. Sie ist erwachsen. Euer Training in Kaer Morhen ist Jahre her.
Es hat sich viel verändert. Du nicht. Kein bisschen. Ich habe deine unbeholfenen Komplimente vermisst. Aber konzentrieren wir uns auf Ciri, ja? Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspiti, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Ja, was will denn die wilde Jagd von Ciri? Die wilde Jagd. Was kann sie von Ciri wollen? Keine Ahnung, Geralt. Ich hätte sie ja angeschrieben und nachgefragt, aber ich habe die Adresse nicht. Ich weiß so viel wie du. Es muss um ihr Blut gehen, um ihre Gabe. Aber was die Jagd mit der Gabe vorhat, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An zwei Orten, Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte, aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold, die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Trolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Ja, die Frage ist, warum hat sie nicht früher kontaktiert? Obwohl, sie hat es ja schon beantwortet. Die Jagd war hinter, war hier auf der... dicht auf dem Fersen. Sie musste sich in Sicherheit bringen. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Jen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Vaatre. Das ist er, da drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Ich werde auf dich warten. Okay, ja, dann würde ich sagen, machen wir hier noch eben diesen einen Raum fertig, reden mit Vaatre. Okay. Reden dann mit dem Vaatre und dann ist Schluss für heute. Dann haben wir wieder Überlänge, aber hey. Oh, da ist noch mehr Ohren. Hey, noch mehr. Oh, eine leere Flasche. Na, wenn ich die verpasst hätte. Hat
Dänischer Gambeson. Teufelsbovist. Als reines Silber. Ja, das hat sich mal gelohnt. Ach, das haben wir doch schon. Der letzte Wunsch. Der letzte Wunsch. Menschen brauchen drei Dinge zum Leben. Essen, Trinken und Gerüchte. Deshalb werde ich, wohin ich auch reise, ob ins eisige Powys oder ins immergrüne Toussaint, immer wieder danach gefragt, welche Gefühle Geralt und die Zauberin Yennefer von Wengerberg miteinander verbinden. Da ich von Natur aus ein sehr vorsichtiger und diskreter Mensch bin, weigere ich mich strikt, ihre Geheimnisse zu verraten oder ihr Geheimnis zu verraten. Mit einer wichtigen Ausnahme. Die Geschichte ihrer ersten Begegnung ist so außergewöhnlich, romantisch und bewegend, dass es einem großen Verbrechen gleichkäme, sie unter den Scheffel zu stellen. Hätte ich diese Ereignisse nicht persönlich miterlebt, würde ich niemals glauben, dass unsere trostlose und düstere Welt Platz für solch großartige Wunder bereithält. Es fing alles damit an, dass Geralt und ich hungrig waren. Und da wir keine prall gefüllten Geldbeutel bei uns trugen, unser Abendessen im nahen See fischen wollten. Die Fische haben zwar nicht angebissen, aber wir mussten nicht mit leeren Händen zurückkehren. An meinem Haken hatte sich ein wunderschöner kleiner Krug verfangen. Ohne auf die Warnungen meines Freundes zu achten, öffnete ich den Krug und befreite dadurch einen mächtigen Genius. Ohne lange nachzudenken, fing ich an, meine Wünsche zu äußern. Bevor ich den dritten Wunsch aussprechen konnte, fing der Genius an, mich zu würgen. Er war so kurz nach dem Erwachen äußerst verärgert, so viele Befehle zu erhalten, was ich im Nachhinein gut verstehen kann. Geralt gelang es, ihn zu vertreiben, aber ich befand mich in einem jämmerlichen Zustand. Ich benahm mich, erzählte mir der Hexer später, als hätte ich unter dem Einfluss eines Fluchs gestanden. Hier war eindeutig die Hilfe eines Experten vonnöten, der in den Geheimnissen der Magie bewandert war. Zu unserem Glück hielt sich Yennefer von Wengerberg zu diesem Zeitpunkt in einem nahegelegenen Dorf auf. Geralt suchte sie auf, um sie zu bitten, seinem besten Freund und den hellsten Stern am nördlichen Firmament der Poesie zu heilen. Yennefer war allerdings mehr an diesem Genius interessiert als an seinem Opfer. Sie wollte ihn mit Magie in ihre Dienste zwingen und sie wusste, mit dem Hexer umzugehen, als spielte sie auf einer gut beseiteten Mandoline. Statt sich über sie zu ärgern, dass sie ihn so kaltschnäuzig benutzte, verliebte er sich Hals über Kopf in sie. Was geschah danach? Nun, ich werde keine Einzelheiten preisgeben. Es reicht aus, wenn ich erzähle, dass der Genius nicht erfreut von Yennefers Plänen war. Und ohne sein Einverständnis konnte sie ihn nicht zähmen. Die Zauberin hätte ganz sicher ein tragisches Ende gefunden. Und ganz Rinde ebenfalls. Was? Und ganz Rinde ebenfalls, wenn Geralt nicht zu ihrer Rettung geeilt wäre. Dieses eine Mal musste er keine seiner beiden Klingen ziehen. Um den Genius zu vertreiben, musste er den dritten und letzten Wunsch äußern. Er hätte ihn um alles bitten können: Reichtum, Ruhm, Macht. Aber stattdessen bat er den Genius, sein Schicksal mit dem der hochmäßigen und doch faszinierenden Zauberin aus Wengerberg zu verknüpfen. Julian Alfred Pankratz, Vicomte de Lettenhove, geboren 1232, preisgekrönter Poet, Dramaturg und Bade, Künstler mit regelmäßigen Auftritten an den Höfen von Nidamir, Wisimir, Wenzlaff und bei vielen weiteren Adeligen und Honoratioren. Almunus der Akademie von Ochsenfurt. Ja, so war das also.
Apfelsaft. Das ist gar nicht so verkehrt. Was haben wir hier? Ah, da haben wir nochmal. Die Narbe ist gut verheilt. Die kleine, große Ciri, Brief an Yennefer. Yennefer, meine liebe Freundin, hab Dank für deinen Brief. Vergib mir, dass ich nicht auf deinen kürzlichen Versuch reagiert habe, mich per Megaskop zu erreichen. Ich versuche, meine magischen Kommunikation auf das Allernötigste zu beschränken. Man weiß ja nie, wer zuhört, nicht wahr? Ich bin entzückt, dass du eine Position am Hofe unseres gnädigen Kaisers gefunden hast und wünsche dir viel Glück bei der Suche nach seiner Tochter. Es ist gut zu wissen, dass Emmys Pläne für sie etwas, wie soll ich sagen, mondäner geworden sind. Vielleicht ist unter diesen Umständen doch eine Einigung hinsichtlich der Loge möglich. Um deine erste Frage zu beantworten, kann ich zweifelsfrei bestätigen, dass Ciri irgendwo südlich der Yaruga aufgetaucht ist. Glaub mir, ihre magische Signatur würde ich im Schlaf erkennen. Ich habe lange nicht mit Triss gesprochen. Ich weiß nur, dass die Lage in Novigrad sehr verschlimmert hat. Sie erwähnte, dass sie überlegte, nach Kovir zu fliehen. Doch fürchte ich, dass die aktuellen politischen Umstände dies zu einem undurchführbaren Tagtraum machen. Ich hoffe, dass ich bald in Visima zu dir stoßen kann. Zunächst jedoch muss ich mich um einige unglückliche, doch dringliche Angelegenheiten in Beauclair kümmern. Mit wärmsten Grüßen, Fringilla Vigo. PS, danke für die Neuigkeiten über Geralt. Er landet doch immer irgendwie auf den Füßen, nicht wahr? Ja, ein Brief. Fringilla Vigo, Adelslinien des Nordens, haben wir schon. Die wilde Jagd haben wir doch auch schon. Ja, hatten wir schon gelesen. Ein Schwert gegen Hexen nehme ich jetzt mit, weil das können wir verkaufen. Ein rostiges Brotmesser. Ja, und dann sind wir, glaube ich, durch. Hier haben wir nochmal ein Bildchen von der kleinen Ciri. Ah, da ist noch was. Die gesammelten Verse von Gonzal de Versio. Okay. Die Liebe. Die Liebe ist ein Kartenhaus. Ja. Eine Schachpartie. Ein falscher Zug schon ist vergebens. Alle Liebesmühe. Okay. Die Gezeiten. Sehe ich, wo die Wogen gehen, packt die Furcht mein Herz. Werde ich sie wiedersehen oder bleibt nur Schmerz? Sag mir, o Meeresflut, was in der Fern du treibst und ob du einst, man weiß ja nicht, dort, wo du hingehst, bleibst. Ja, ja, Poesie. Ja, haben wir das auch? Dann quatschen wir mal jetzt mit dem Watre, wir sind zwar schon bei über 45 Minuten, aber das muss jetzt noch sein, weil danach können wir gehen, glaube ich. Oder wisst ihr was? Danach kommt noch ein bisschen was, fällt mir gerade so ein. Ja. Ich sage an der Stelle jetzt erst einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wie auch immer. Und ja, heute war sehr wenig Action. Wir haben Yennefer kurz gesehen, sie hat uns einen ganz kleinen Schmatzer gegeben und wir haben jede Menge gelesen. Ich hoffe, dass das in der geballten Form sich erstmal nicht wiederholt und wünsche euch noch einen schönen Start in die Woche. Wobei, wenn die Folge kommt, dann ist die Woche schon wieder fast rum.
Ja, und ansonsten schaltet wieder ein und seid dabei, wenn wir Visima verlassen und uns in Velen umschauen. Bis dahin, tschüss, euer Alien.